die eine Figur, die am Anfang des Abends auftritt, die davon erzählt, dass sie unglaublich viel Sex hat und trotzdem aber gläubig ist. Dann gibt es die nächste Figur, die erzählt eine Geschichte von einer enttäuschten Liebe. Die hat Richard kennengelernt, nennt ihn wenigstens Richard, der wollte sogar für sie Moslem werden und ist dann aber vor dem Traualtar abgesprungen. Als nächste Figur gibt es dann die, die im Rollstuhl sitzt, ja, die immer vom Oralsex mit ihrem Pfleger spricht und von ihren Zweifeln, die daraus entstehen. Dann gibt es als nächste Figur die Konvertitin, ja, die vom Christentum zum Islam übergetreten ist. Und als letzte Figur eine Schülerin, die davon berichtet, dass sie in ein KZ fahren musste mit ihrer Lehrerin und die zum Beispiel dann 9/11 gut heißt. Das sind die fünf Figuren, die wir uns ausgesucht haben. Diese muslimischen Frauen, die in diesem Stück auftreten, von Feridun Çaymoğlu und Günter Senkel, sind ja erstmal extrem. Extrem in alle Richtungen. Vulgär oder politisch sehr extrem oder einfach verstörend aus irgendwelchen Gründen. Und das fand ich sehr spannend. Und die sind in sich auch sprachlich sehr differenziert. Und das fand ich auch wiederum spannend. Und habe aber dann versucht, einen musikalischen Ansatz zu finden, um das Ganze zu verarbeiten. Ich habe es leider gar nicht gefunden, weil ich habe das tragische Problem, ich arbeite immer mit Dramaturgen zusammen und die sind immer besser als ich. Also ich lese unglaublich viele Stücke und dann kommt die Dramaturgin und sagt, machen wir doch das. Und dann denke ich mir, ach ja, genau das machen wir. Ich fand es erstmal sprachlich ganz spannend und ich habe eben im Publikumsgespräch ja erzählt, dass es so eine große Diskussion zwischen meiner Dramaturgin Daphne Ebner und mir gab zum Thema Religion, sie ist Atheistin, ich bin Katholik und das hat sich gerade so gut gefügt in diese Diskussion, dass wir gedacht haben, gut, das ist es dann wohl. Wir haben uns mit einem Komponisten aus der Musicalbranche zusammengesetzt und einem Choreografen, der da auch arbeitet, mit denen ich beiden schon öfters zusammengearbeitet habe und haben die gebeten, mit uns zusammen eine Art Show-Revue-Abend zu erarbeiten. Das Schwierigste ist tatsächlich, und das hört sich jetzt erstmal total dumm an, aber es sind einfach Monologe. Und es ist ganz schön schwierig, Monologe für einen ganzen Abend spannend zu machen und so aufzuführen, dass sie nicht aussehen wie ein Szenenzeigen mit voneinander losgelösten Monologen, die für Schauspieler gearbeitet sind, sondern damit eine Form zu finden, die irgendwie konzeptionell auch noch für uns interessant ist. Und da kam die Revue ins Spiel. Ungefähr so wie ich meistens arbeite, ein halbes Jahr. Ich kann leider überhaupt nicht alleine, weil ich bin blöderweise total unkreativ. Das sage ich auch den Schauspielern dann immer am Anfang von so einem Probenprozess. Ich kann nicht alleine arbeiten. Ich brauche einen Dramaturgen, mit dem ich über das Konzept sprechen kann. Ich brauche einen Bühnenbildner oder wenigstens irgendjemanden, der mir da unter die Arme greift, um überhaupt eine Ästhetik auf die Beine zu stellen. Ich brauche unbedingt Darsteller, die Angebote machen und die auch Lust haben auf so ein Konzept und da mitarbeiten wollen. Und so entsteht dann so ein Stück. In diesem Fall war das ein totaler Glücksgriff, weil wir sind ja eine Schule, bei der es unglaublich viele verschiedene Studiengänge gibt, so auch Schauspiel und Musical. Und ich hatte die Möglichkeit, dann zu gucken, wer da gerade Zeit hat natürlich, wer Lust auf so ein Konzept hat. Das war auch mal eine Frage, weil es ist ein sehr vulgärer Text ja erstmal. Und ich hatte auch Leute, mit denen ich gerne gearbeitet hätte, die aber gesagt haben, nee, kann ich nicht, kommt mir nicht über die Lippen, ist mir zu krass, ist mir einfach zu krass. Und so habe ich aber ein Team gefunden, was sich unglaublich dafür interessiert und das zusammen stemmen wollte und was sehr gut ineinander gegriffen hat, um diesen Abend dann zusammenzustellen. Und das Schöne daran ist, finde ich, dass das ja Leute sind, die von ganz verschiedenen Richtungen kommen. Also vom Musical und vom Schauspiel, ein Choreograf, der ursprünglich aus dem Ballett kommt und ein australischer Musiker, der die Musik geschrieben hat, der natürlich auch wieder, allein schon vom Alter her, einen ganz großen Unterschied zu den anderen Leuten darstellt.
ich glaube, es geht schon immer so ein bisschen darum, das Publikum zu verführen und dann aber auch wieder abzustoßen. Also ich weiß gar nicht, inwiefern es erotisch ist, aber es ist schön, wenn das so wirkt, weil die Aufgabe der Darsteller ist es größtenteils erstmal mit dem Publikum zu reden. Viele andere Chancen hat man ja auch bei einem Monolog gar nicht. Und da haben wir dann versucht, möglichst viele Anknüpfungspunkte zu finden, in denen eine Interaktion möglich ist. Und wenn die erotisch ist, ist das natürlich ein schöner Aspekt des Ganzen. Ja. Ganz unterschiedlich. Also man kann natürlich erstmal so ganz platt annehmen, da sitzt die westliche Gesellschaft und diese Muslimas haben dann ein Problem oder finden die westliche Gesellschaft toll oder was weiß ich. Dann gibt es immer wieder ganz spannende Punkte, in denen das Publikum hustet oder auf einmal sich nicht mehr so interessiert und dann in der Tasche kramt oder jemand aufsteht und rausgeht. Und die Darsteller sind total darauf getrimmt, darauf dann auch einzugehen. Ja, ich fand das auch immer wieder selbst total spannend, weil ich da drin sitze und denke, oh Gott, was passiert denn jetzt, wenn auf einmal jemand sich bewegt? Und dann wird der Abend wenigstens an der Stelle auf einmal ganz anders. Das sind auch so Anknüpfungspunkte. Die Texte bleiben schon so, wie sie sind. Das ist auch alles fest in einer Montage drin. Aber klar, in den Stellen gibt's gewisse Freiheit für Improvisation. Und natürlich hat jede Figur ein eigenes Anliegen, mit ihrem Text irgendwas zu vermitteln. Und auch da gibt es wieder Anknüpfungspunkte mit dem Publikum, weil die wollen ja immer dann unterschiedliche Sachen vom Publikum. Ich glaube, das liegt im Auge des Betrachters. Das kann ich selbst gar nicht sagen, weil es gibt ja diese Figur, die im Rollstuhl sitzt, die querschnittsgelähmt ist und vom Oralsex mit ihrem Pfleger berichtet. Und dann saß ich doch manchmal auf den Proben und habe für eine Sekunde gedacht, boah, geil, oh Gott, das ist ja furchtbar, das darf ich ja nicht denken. Und fand das aber auch wieder spannend, dass wenn eine Darstellerin, die ja jetzt erstmal nicht irgendwie was Abstoßendes hat, diese Texte spricht, dass dann so eine Reibung zwischen der Perversion, die diese Figur mitbringt, und aber die Jugendlichkeit und Schönheit der Darstellerin und wie die das Ganze performt entsteht. Schönen Abend. Danke. Ja.